Es ist 6 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Simone von der Forst. Guten Morgen. Ich sag Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus nicht guten Gründen. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die Kanzlerkandidaten von Union und SPD und die Kandidatin der Grünen einen teilweise heftigen Schlagabtausch geliefert. In der Fernsehdebatte bei ARD und ZDF mit Laschet, Scholz und Baerbock ging es unter anderem um die Themen Klima, Arbeit und Soziales. Vera Wolfskämpf, WDR Berlin. Scholz war weniger stoisch als beim letzten Mal, etwas mehr in der Offensive, sehr konzentriert. Er kann ja entspannt sein, weil die SPD vorn liegt, aber er wollte sich eben auch nicht zu sicher sein und hat das klassische Thema Solidarität in den Vordergrund gestellt. Laschet will Kanzler des Vertrauens sein, sagt er, hat auch inhaltlich auf Stabilität gesetzt, aber er war angriffslustig, muss er auch im Umfragetief der Union. Und Annalena Baerbock hat eher so von der Seitenlinie angegriffen, aus der Rolle der Opposition natürlich, was SPD und Union da alles nicht geschafft haben, und hat sich als Kandidatin für den Aufbruch präsentiert. Der russische Tennisspieler Daniil Medvedev hat die US Open gewonnen und damit seinen ersten Grand Slam-Titel geholt. Er bezwang im Finale den Weltranglisten-Ersten und Favoriten Novak Djokovic, der damit einen historischen Triumph verpasste. Kurz vor Ende des Spiels brach Djokovic in Tränen aus. Tim Brockmeier für WDR aktuell. Es war kurz vor dem entscheidenden Aufschlagspiel des Russen Medvedev. Das Match war für Djokovic ganz offensichtlich verloren. Da weinte der Weltranglisten-Erste wirklich hemmungslos. Also mitten im Match beim Seitenwechsel, es flossen einfach nur die Tränen. Und da konnte man ungefähr erahnen, wie groß der Druck, wie groß die innere Anspannung und natürlich auch wie groß die Enttäuschung beim Serben war. Er wollte Sportgeschichte schreiben, er wollte der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten werden und er war dem Druck, den er sich auch selbst gemacht hat, einfach nicht gewachsen. Machte Fehler im Match, schlug schwach auf, bewegte sich schlecht, er war regelrecht gelähmt. Weitere Meldungen im Überblick. Die NRW-Landesregierung informiert heute darüber, wie die Betroffenen in den Hochwassergebieten an die zugesagten Gelder kommen. Über 12 Milliarden Euro gehen nach NRW. In der Regel sollen 80% der entstandenen Flutschäden ersetzt werden, unabhängig vom Einkommen oder Vermögen der Betroffenen. Die Vereinten Nationen wollen heute auf einer internationalen Konferenz über neue Hilfsangebote für Afghanistan beraten. Nach Angaben der UNO ist fast die Hälfte der Bevölkerung auf Hilfen wie Lebensmittel oder Medikamente angewiesen. In der Fußball-Bundesliga hat sich Borussia Mönchengladbach aus der Abstiegszone befreit mit einem 3:1 gegen Arminia Bielefeld. Vorher hatte Bochum gegen Hertha BSC mit 1:3 verloren und Frankfurt und Stuttgart trennten sich 1:1 unentschieden. WDR aktuell. Aus der Region. Rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl können nun in der Städteregion Aachen Kinder und Jugendliche schon einmal ihre Stimme abgeben. Die Aktion ist ein Experiment und startet heute. Ingo Wagner, WDR Aachen. In allen Kommunen der Städteregion stehen Wahllokale, in denen Mädchen und Jungen unter 18 ihre Stimme abgeben können. Geöffnet haben die Wahllokale bis zum 17. September. Die Ergebnisse des Experimentes werden dann an diesem Tag in Alsdorf um 18 Uhr live veröffentlicht. Initiator der Aktion ist der Landesjugendring NRW. Er will mit der U18-Wahl darauf aufmerksam machen, dass bei der Bundestagswahl zwar erst ab einem Alter von 18 Jahren gewählt werden darf, jüngere Menschen aber sehr wohl bereits in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das war WDR aktuell.